Herzlich willkommen, liebe Videofreunde, zu einem neuen Video. Wo sind wir? Was machen wir? Was haben wir gemacht? Und was haben wir noch vor? Das erzählen wir euch jetzt. Ja, im Moment befinden wir uns gerade in Grignan, in Frankreich. Wie immer das auch ausgesprochen wird. Ja, egal. Also wird es geschrieben, Grignan. In der Provence. In der Provence. Und zwar beginnt hier ein Lavendelgebiet. Und das war so eigentlich gar nicht geplant, dass wir hierher fahren. Wir waren jetzt die Tage zuvor in der Schweiz auf dem Wendtreffen. Und davor war ich auch noch in Thüringen gewesen, in Bad Tabatz. Das war übrigens ein sehr schöner kleiner Stellplatz in Bad Tabatz. Und sehr gut geführt, sehr ordentlich, mit Toiletten und Abspülbecken und in auch einer sehr schönen Umgebung. Wo man auch wandern kann und Ausflüge machen kann. Also der Platz ist sehr empfehlenswert, hat mir sehr gut gefallen. Wenn ich es schaffe, fahre ich vielleicht auf dem Rückweg nochmal vorbei, mal gucken, weil mir das wirklich gut gefallen hat. Also kann man wirklich sehr, sehr empfehlen. Anschließend ging es dann weiter nach Bad Nauheim, da war ich ein paar Tage und habe mich mit meiner Freundin getroffen und hatten da auch eine gute Zeit zusammen gehabt. Und dann ging es weiter, Michael kam dann nach Bad Nauheim. Und von dort aus sind wir in die Schweiz gefahren. Habe ich das jetzt richtig erzählt alles? Ja, ne? Genau. Ja. Und dann haben wir dort uns getroffen in Martigny. War das erste Treffen gewesen von dem Schweizer Wendtreffen, was der Manfred sehr, sehr gut organisiert hat alles. Und wir wollen uns auch nochmal auf diesem Wege ganz herzlich bei ihm bedanken. Sorry, ich habe hier irgendeine Fliege andauernd. Das hat er ganz, ganz toll gemacht und es war eine sehr schöne Zeit, 2 Tage, ein Tag in Martigny mit einer Besichtigung, glaube ich, in, wo wart ihr? Den Namen von der Destille habe ich schon wieder vergessen. Ja, war auf jeden Fall eine Schnapsbrennerei, die wir da besichtigt haben. Ja, es war nur sehr heiß an dem Tag. Ja. Oh, es war echt heiß gewesen. Ja, und dann kamen der Stefan und der Uli noch dazu und da haben wir noch an dem Abend einen super schönen Abend gehabt, zu viert. Und am nächsten Morgen ging es dann los, da kamen dann 15 Autos, waren wir, glaube ich, gewesen. Oder 16, so in der Drehe auf jeden Fall. Und das waren dann nochmal 2 schöne Tage, erst in Martigny und dann im Lötschtal. Ach, die Alp, Pfaffler Alp, glaube ich, hieß es. Pfaffler Alp im Lötschtal. Und das war toll. Ne? Mhm. Mann, war das eine Kulisse gewesen. Ey, das war wirklich traumhaft schön. Wir hatten auch super schönes Wetter an dem Tag gehabt, wo wir angereist sind. Man konnte dort auch kleine Wanderungen machen. Also total klasse gewesen. Ja, da gab es dann Nachmittag ein Apéro. Also das sagt man so in der Schweiz. Das ist Vorglühen, hat einer gesagt. Ne? Vorglühen. Und dann gab es noch Speckplattel dazu für die ganzen Personen. Ganz, ganz toll, war wunderschön gewesen. Also hat uns sehr, sehr gut gefallen. Wir haben viel gelacht an dem Wochenende, auch viel Informationen mitgenommen. Und ja, am nächsten Tag, gestern, ja, jetzt erzähl du mal weiter. Ich erzähle ja schon wieder die ganze Zeit. Na, mach du mal. So. Ja. Na, gestern war auf jeden Fall. Falls es hier ein bisschen rauscht, das ist der Wind draußen von den Bäumen. Ja, gucken, dass alles dran bleibt. Gestern war dann noch der Plan, nochmal auf einen anderen Platz zu fahren, in ein anderes Tal. Und wir waren die Letzten, die dann da weggekommen sind. Wir sind immer die Letzten. Und haben uns dann aber überlegt, auf dem Weg zurück ins Tal, dass wir dann nach Frankreich hier in die Provence fahren, weil Claudia unbedingt die Lavendelblüte sehen möchte. Sind also da nicht mehr mitgefahren, weil das Wetter war auch in dem Moment nicht so tolle. Ist wohl aber dann wohl besser geworden, wie die geschrieben haben. Ne? Ja, es hat da, wo wir runtergefahren sind in das Tal, das hat gegossen und es sah auch, also der Himmel sah nicht danach aus, dass ich das noch an dem Tag mal aufklären würde. Also es war geschüttet aus Cannes und
Ja, und ich hatte dann nochmal mit den beiden von Sippi on Tour gesprochen und dass wir das eventuell, dass ich das gerne machen würde. Und die zwei haben uns das also sehr, sehr nahegelegt, sagen wir mal so. Und weil das wohl sehr schön wäre. Und dann habe ich Michael gefragt, ob wir nicht dann den Tag mit dem schlechten Wetter nutzen wollen und fahren wollen. Dann habe ich ihn überredet, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte unbedingt mal in die Lavendelfelder fahren. Und jetzt sind wir hier und sind schon so viele abgeerntet. Ja, jetzt habe ich echt Schiss, dass es schon so viele weg sind. Jetzt hoffen wir, wenn wir heute losfahren, dass wir noch ein paar sehen. Wir haben also normal die Lavendelzeit 2024, habe ich gelesen, ist bis zum 26. Juli. Also dann haben wir noch 4 Tage. Aber man muss damit rechnen, dass schon einiges abgeerntet ist. Und der Wildlavendel, der wächst wohl in den Hochebenen eher. Und der blüht also viel länger und oft wird der auch gar nicht geschnitten. Und der industrielle Lavendel, der wird halt dann geerntet, also wird geschnitten. Und da müssen wir mal gucken, ob wir noch Glück haben, was zu sehen. Ich hoffe es. Ja, also wir sind gestern ja schon hier lang gefahren und alles hat nach Lavendel gerochen. Also es ist einfach irre. Oder wenn du an so einem Lavendelfeld stehst, dieser Duft, das ist, ja, hier hinten sind ein paar kleine, ne? Ja. Haben wir gestern, habe ich noch schnell ein paar Aufnahmen gemacht und gestern Abend und das duftet und ich liebe so diesen Lavendelduft und das war immer ein Traum von mir, diese Lavendelfelder zu sehen und hoffentlich haben wir uns richtig entschieden, sonst kriege ich hier, dann habe ich keine schöne Woche, wenn ja. Das so ist. Also drückt mir echt die Daumen, das heißt, wenn ihr das seht, ist es ja schon vorbei, aber ich flehe den lieben Gott an, lasst uns ein paar Lavendelfelder sehen, sonst ist hier Stimmung in der Bude. Oh weia. Ja, gibt es noch was zu sagen? Wo fahren wir jetzt hin? Ja, Lavendelfelder gucken. Ja, wir wollen jetzt mal, wie heißt das, Waldeschul oder so ähnlich? In der Richtung? Wallis-Sohl. Ich schreibe es unten hin. Da soll es so eine Hochebene und da könnten wir vielleicht noch Glück haben. Und deswegen machen wir jetzt los und fahren jetzt Lavendelfelder gucken. Und wir werden welche sehen. Ja, das sind auch nochmal 2,5 Stunden bis dahin. Das schaffst du. Ich kann auch fahren. Ist auch kein Problem. Ne? Musst nicht alles alleine machen. Frauchen hilft dir. Also bis bald und hoffentlich mit schönen Impressionen. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi. Thank you.
herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Wir stehen hier an einem wunderschönen Fleckchen. Und zwar ist das wie so ein kleiner Park mit einem kleinen künstlich angelegten Teich, Schattenplätze, und den hatte gestern Michael bei Park von Held gefunden. Das ist allerdings kein offizieller Stellplatz. Und so richtig glücklich angeschaut wurden wir, glaube ich, heute auch nicht von den ganzen LKW-Fahrern, die hier dann vorbeigefahren sind, weil die arbeiten heute schon ganz fleißig und ernten den Lavendel ab. Und da hinten im Hintergrund, ich hoffe, ihr seht das, auch da, wo es dampft, da ist die Destille. Und da wird der Lavendel von dem Öl extrahiert. Und ja, die sind hier ganz fleißig am Arbeiten. Wir hatten echtes Glück gehabt, weil normalerweise die arbeiten auch nachts. Wir haben gestern Abend hier so eine französische Familie getroffen, beziehungsweise die haben uns angesprochen hier. Und mit denen haben wir uns versucht, ein bisschen zu unterhalten. Bisschen Englisch, bisschen Hände und Füße. Und die sagten uns, dass normalerweise hier immer gearbeitet wird, auch nachts. Aber dadurch, dass es vorgestern geregnet hat, deswegen hatte ich mich gestern schon gewundert, weil der Boden recht weich war und nicht trocken, schön feucht, da habe ich gedacht, ja, muss irgendwie geregnet haben. Und so war es auch. Und dann, wenn der Lavendel nass ist, dann kann man den natürlich nicht abernten. Und deswegen hatten die gestern Pause und haben heute Nacht auch nicht gearbeitet. Und wir hatten das große Glück und konnten hier ganz in Ruhe schlafen und stehen. Also ein wunderschönes Plätzchen. Total Glück gehabt. Jetzt geht es nach Waldenzole, glaube ich, heißt das. Und zwar, und zwar ist das so der Ort, der bekannt ist für den meisten Lavendel. Und wir hoffen, dass wir noch ein bisschen was zu sehen bekommen, weil jetzt doch wirklich fleißig geerntet wird. Und es ist eigentlich besser, wenn man Anfang Juli fährt. Also Ende Juni, Anfang Juli ist, glaube ich, die beste Zeit für den Lavendel. Jetzt ist er schon sehr reif und teilweise auch schon so ein bisschen verblüht. Und von daher ist es besser, wenn man Anfang Juli fährt. Und wir werden uns jetzt beeilen, dass wir noch ein paar Felderchen sehen, bevor sie alles abernten. Also, dann bis später. Tschüssi!